Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Spiel mir Apps und Games. Ob. Nee, das ging ja anders. Hey Leute, was geht? Kahn hier bei Spiel mir Apps und Games. Und wir sind wieder bei die Sims 4 Vampire. Die Nina hat ja letztens auch schon gezockt. Und wir wollten ja eigentlich in der heutigen Episode, ne, einen Moment, unser Haus hier weiterbauen. Ne? Aber bevor wir jetzt unser Haus hier eigentlich weiterbauen, ne, sieht eigentlich schon gar nicht so schlecht aus, falls ihr das noch nicht gesehen habt, die moderne Vampir-Villa. Schaut auf jeden Fall nochmal in das Video rein, ist glaube ich das zweite, der zweite Teil hiervon. Wir haben auch noch eine obere Etage, ne. Schaut auf jeden Fall da nochmal rein, Keller haben wir auch, aber den bauen wir noch nicht aus. Heute wollen wir mal ein paar soziale Kontakte knüpfen. Ihr seht, Vampir-Energie ist da. So, und die können wir füllen, indem wir entweder schlafen gehen, dunkle Meditation, hier, Vampir. Und wir können zum Beispiel die dunkle Meditation machen. Wir zum Beispiel weitermachen, falls ihr nicht wisst, wie das aussieht. Ne, hier. Ne, so sieht's aus. So, wir machen jetzt aber mal Folgendes. Dunkle Form verstecken. Denn wir wollen uns jetzt anfreunden. Und eventuell, na, wer ist das? Nach Dreifach-Boost-Woche fragen. Ach ja, das ist, glaube ich, ein Update momentan. Ja. Und zwar gehen wir mal hier in den Park. Ja? Und versuchen uns mal anzufreunden mit dem einen oder anderen. Warum? Damit wir den beißen können und einen Vampirfreund fürs Leben finden. Ne? Wer ist das? Katrina. Oh, die fragen wir jetzt mal. Lustig vorstellen. Sie ist auch verspielt. So. Und zwar machen wir uns jetzt passende Geschichte erzählen. Also wir müssen uns jetzt wieder erstmal ein bisschen kennenlernen. Zuspruch geben. Kennenlernen. Brillante Ideen mitteilen. Und danach werden wir natürlich versuchen. Kommt er später vielleicht. Ja, Charisma fehlt. Katrina Caliente. Habt ihr das eben gesehen? So, versuchen wir mal Folgendes. Kriegen wir schon hin? Um Erlaubnis fragen. Wir fragen mal um Erlaubnis. Hallo. Jetzt ist sie schon weg. Ach nee, wer bist du denn? Dich kenne ich. Der wohnt da hinten im Haus. Wladislav Straut. Der hat jetzt aber nicht seine dunkle Form gerade. So, mal gucken, was sie sagt. Wahrscheinlich nicht. Und da ist schon wieder einer vorbei. Auf keinen Fall bleibt mir von. Okay, dann nötigen wir. So, mal gucken, ob wir es schaffen werden. Noch nicht abhauen. So. Also sie wollte nicht, aber ein Vampir bekommt, was er will. Na, mal gucken. Ja, jetzt klappt's. Also das sieht ja gar nicht so besonders aus. Aber der erste Trank hier. Und was ist jetzt passiert? Wird sie jetzt eigentlich zum Vampir? Nein? Ich dachte, so wird sie zum Vampir. Oder müssen wir dafür in diese dunkle Form gehen? Wir bleiben mal bei Katrina Caliente. So, vielleicht gehen wir mal in unsere dunkle Form. Und versuchen es nochmal bei Katrina Caliente. Wie? Geht nicht? Ich dachte, da können wir irgendwas machen. So, wir sind jetzt hier wieder zum Biest geworden, zum Vampir. So, wer ist das? Warum hauen die denn alle ab? Oh, die hauen alle ab, das finde ich gar nicht gut. Haben wir eigentlich schon unsere Nachbarn kennengelernt? Ach, da ist Nina. Okay, da trainiert auch einer. So, ich glaube, hier wohnen noch ein paar Vampire. Kann das sein?
Die war Tores besucht, ist keiner zu Hause. So, wie ist das denn? Da hatten wir doch irgendein Vladisat. So, dann gehen wir mal hin. Wir sind ja ein Vampir. Und er ist, glaube ich, auch ein Vampir. Der wohnt hier in Forgotten Hollow. So, ja, Mittwochnacht und Vampire. Natürlich. Ah, hat geklappt. Wir haben über Plasma-Aroma reden. Also über... Oh, und, Vampirkampf? Habe ich da Vampirkampf? Um Vampirtraining bitten. Oh, das können wir ja machen. Wir müssen... Okay, habt ihr das hier gesehen? Mal gucken, wie es hier läuft. Wird er jetzt zum Dings? Okay. Was machen die da? Naja gut, der will sich hinlegen. So, wen haben wir denn hier? Hier haben wir auch noch jemanden, ne? Wer ist das? So, sieht mir schon nach Vampir hier aus. Logikfähigkeit, Fitnessfähigkeit. Da kommen ganz viele Fähigkeiten. So, das reicht. Komm mal hier hin, bitte, Graf Khan. Und du kannst dich weiterhin als Vampir zeigen. So, der kommt mal hier hin. Hat das gesehen? Der erste Biss. Der erste Biss an einem Montag. War es da schon Montag? Weiß ich gar nicht. Wie ist das denn? Nadine Rot. So, gut vorgestellt. So, Kompliment machen. So, sollen wir hier Romantik versuchen? Nein, ich versuche jetzt erstmal. Vampirkampf. Wir können ja mal einen Vampirkampf versuchen. Sie ist anscheinend auch ein Vampir. Eiskalt. Die nimmt ihr Handy in die Hand. Über alte Vampire tratschen. Dorna? Vom Karamusti. Habt ihr das gehört? Wir zeigen mal wieder unsere Kräfte. Läuft noch nicht so. Sie ist mit einem Vampirkampf. Oh, jetzt zeigt sie. Zeigt sie ihre dunkle Form jetzt? Nein. Oh, sie erkennt jetzt auch was. Ah, da. Wow! Wow! Vampirkampf. Wir gucken, wer gewinnen wird. Das ist ja cool. Ich glaube, sie hat verloren. Aber danach gibt es natürlich ein... Achso, jetzt geht sie wieder in die normale Form. Ich glaube, ich gehe auch wieder in die dunkle Form. Müsste ja nicht die ganze Zeit Vampir hier sein. Wir können ja mal versuchen, hier einen Anmachspruch bei ihr zu machen. Bei Anne Paulus. Kokett? Kommt da schon? Nee, die hat keine Lust. Wobei, du kannst ihr natürlich eine Rose anbieten, Khan. Aber ich glaube... Naja, ich glaube nicht. Nee, Khan, das wird nichts. Lass es. Die haut die ganze Zeit ab. So, wie sieht's denn mit unseren Werten aus? Spaß. Jeder braucht ein bisschen Spaß, Hygiene. Sozial. Was können wir hier noch machen? Aktionen. Okay. Ist hier immer noch keiner zu Hause? Ah, Caleb Valtore besuchen. Alleine bitte. So, wir besuchen mal einen anderen Vampir, Leute. Ich möchte mal schauen, was da so geht. Ich habe das Gefühl, es gibt auch neue Musik jetzt hier im Ladebildschirm. Die gab es vorher noch nicht.
So, wer ist denn das hier? Lilith Waldrohre, das könnte die Frau sein. Warum können die so schnell gehen? Ich will auch so schnell gehen können. Aber wenn sie losmachen, sollten sie... Okay, gut. Wir fragen mal, ob wir rein dürfen. Ja, wir dürfen rein. Sehr schön. So, wer bist du denn? Könnte natürlich auch Geschwister sein. So, wer bist du? Kräfte zeigen. Wir können ja mal unsere Kräfte zeigen. Ein bisschen rumprallen. Was sind das hier eigentlich? Wir sind noch ein frisch gebackener Vampir. So, wir geben dem mal hier Beziehungstipps. Ah, es gibt hier... Wow. Es gibt verschiedene... Wenn du weiter erhältst, hat dies Konsole wähle Schwächen, da du an Stärke gewinnst. Okay, wir haben 3 Kraftpunkte. Persönlichkeit entblößt, wenn du alles über die Merkmale deiner Sinne vergisst. Okay. Fledermausgestalt. Oh, wir können zu einer Fledermaus werden. Halluzination hervorrufen. Ja, wir können hier verschiedene... Das ist ja mega cool. Novize des Okkultismus. Graf beginnt seine Vampirenergie und die verschiedenen anderen zu studieren. Er kann mit weniger Energie die gleiche Wirkung erzielen. Durch weitere Studien wird der Verbrauch von Vampiren und was ist das? Stets willkommen. Ah, wir können auch uneingeladen irgendwo hin. Aber Persönlichkeit entblößen, das ist doch viel cooler. Und auch Halluzination hervorrufen. Das waren jetzt die ersten 3 Kraftpunkte, die wir haben. Aber können wir dadurch... Ah, ein neues Kind der Nacht. Als Ältere gehörst du zu meinen Aufgaben, dich in unsere... Du wirst dich erst noch an den Notaren gewöhnen müssen. Was? Vergiss nicht, Durst kann nur unangenehm sein, aber er bringt dich um. Hier sind ein paar Plasmabeutel. Du kannst mich also nicht... Durst kann mich also nicht umbringen. Puh. Nehmen wir an. Vampirwitz machen. Ah, hier. Persönlichkeit entblößen. Das versuchen wir mal bei dem Vampir. Aber ist auch die Frage, ob das klappt. Das ist ja cool. Ich glaube, bei denen klappt das nicht. Vampir-Duell. Das können wir doch mal machen. Mal gucken, wer das Vampir-Duell gewinnt. Wow. Oh, der erste Kampf. Ey, hier passiert so viel. Der erste Biss und der erste Vampirkampf heute. Und hier wird auch zugeschaut anscheinend. Ich glaube, wir haben verloren. Ja, wir haben verloren. So, wir lernen jetzt mal ein paar andere Leute kennen. Das regt mich jetzt auf. Das war doof. Wir gehen mal hier hin. Ich habe keine Lust auf euch. Ihr seid alle blöd. Wir müssen noch viel mehr machen. Also ihr habt es gesehen, ne? Wir haben jetzt hier... Wir können... Persönlichkeit entblößen, aber wir müssen auch irgendwann Schwächen annehmen. Das ist so cool. Das hätte ich nicht gedacht. Also was wir hier alles in diesem Vampir-Pack alles bekommen. Sehr, sehr cool. Wir haben noch keine Karriere, aber wir brauchen auch noch keine Karriere. Momentan noch nicht. So, aber irgendwie ist momentan keiner hier unterwegs. Außer hier der hier. Können wir denn eigentlich... Ich will mal Folgendes. Können wir denn reisen? Mit unseren... Also aus Forgotten Hollow raus... Warte mal. Ne, alleine. Ich bin mal gespannt, ob wir irgendwo hinreisen können. Es ist ja noch dunkel. Wenn es tagsüber ist, wir sind auch benommen, leicht benommen. Oder können wir hier nicht raus? Doch, ich glaube schon, oder? Was denn, wenn wir zum Beispiel nach Oasis Springs jetzt gehen? Zum Beispiel hier ins Fitnessstudio.
Also wir werden in der nächsten Folge auf jeden Fall auch noch weiter bauen. Wir machen es so, wir machen nächste Folge, machen wir das Untergeschoss fertig und dann gehen wir wieder ein bisschen rum. Ja, ihr seht schon. Freundlich vorstellen. Wir gehen mal hier zu, wer ist das? Elisa Pancakes. Wir müssen auch unsere Vampir-Energie. Dag. Larkin, Moosh. Inja, Inja. Jovi. Delso. Vorgeben zu beißen. Eva. Brapna. Selbstironisch scherzen. Wir könnten jetzt hier auch das hier versuchen. Aber machen wir nicht. Nicht jetzt, in der nächsten Folge werden wir mal ein paar Leute hier. Vampirwitz machen. Also wir freunden uns hier mit ganz vielen Leuten an. Warum? Weil wir natürlich später versuchen werden, diese Leute zu beißen. Können wir die nicht zu Dings? Was bestellt sie am Vampirwitz? Den Ober. Okay, das reicht auch, glaube ich. Also wir haben heute schon sehr, sehr viel erlebt, Leute. Wir haben die erste gebissen, der erste Biss. Und ich glaube, wir sollten langsam nach Hause. Ja, zum Abschluss. Denn wir sollten uns langsam hinlegen, den Tag über. Weil sonst verbrauchen wir zu viel Vampir-Energie. Deswegen geht es jetzt wieder nach Hause. Ich frage mich gerade, ob es da auch jetzt... Da muss es ja auch hell sein, auch wenn es Forgotten Hollow ist. Also eher eine dunkle Gegend, ja. So, wir wollen ja... Weil ich meine, ja, ihr seht so, wir verbrennen, deswegen folgendes, deswegen schlafen wir jetzt. Dann müsste unsere Vampirenergie eigentlich wieder ein bisschen hochgehen. Wir sind immer noch benommen vom Kampf, ja, und die Vampirenergie geht hoch. Wir werden jetzt den Tag über wieder schlafen bis nachts, also wir schlafen bis nachts. Und dann geht's weiter und wir haben auch keinen Hunger, sondern wir haben Durst. Also wir müssen anscheinend nichts essen, sondern nur, ja, wir sind nur durstig. Am Computer. So, also beim nächsten Mal geht es dann hier unten weiter. Das machen wir dann fertig. Und wir werden nochmal versuchen, hier vielleicht einen bloßzustellen. Vielleicht kein Vampir, sondern irgendjemanden, der hier in... Sebastian Herrmann zum Beispiel, der in Forgotten Hollow rumläuft. Leute, was sagt ihr? Schreibt in die Kommentare, wenn es euch gefällt. Gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Daumen nach oben, Leute, gar kein Problem. Aber lasst doch ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns doch beim nächsten Mal. Und klickt mal auf die Glocke, ne? Wenn ihr weitere Videos sehen wollt. Und ihr könnt euch schon mal drauf gefasst machen. Also jetzt nicht bald, aber in den nächsten, was heißt in den nächsten Folgen? In den nächsten, ja doch, irgendwann in den nächsten 10, 20, 30 Folgen kommt dann auch das Großstadtpack. Ja, wir haben uns entschlossen, auch das Großstadtpack zu holen, aber als erstes jetzt erstmal die Vampire. Ne? Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!